Also, willkommen zum Workshop Joomla Docs. Wer kennt die Joomla Docs? Kennt ihr die alle? Bisschen? Nein? Okay, das ist gut. Ja. So, also erstmal zu mir. Mein Name ist Mike Brandner. Also ich nutze Joomla schon seit Version 1.0 und bin nebenberuflich selbstständig mit einer Agentur. Und seit einiger Zeit jetzt auch in der Community aktiv. Man trifft mich eigentlich immer in Frankfurt, zur User Group Frankfurt. Und seit letztem Jahr bin ich auch im Documentation Translation Team drin und kümmere mich eigentlich hauptsächlich um die deutsche Übersetzungen von den Docs. So, dann zu den Joomla Docs. Also mein Vortrag oder meine Workshop teilt sich in zwei Teile. Im ersten Teil will ich erstmal ein bisschen was über die Docs erklären, wie man sich drin am besten drin zurechtfindet, wo man was findet. Dann wollten wir auch noch ein bisschen über Ideen reden, woran es liegt, dass die Joomla Docs in Deutschland nicht so bekannt sind, weil es ist eigentlich das Handbuch schlechthin für Joomla, das offizielle Handbuch. Sämtliche Entwicklungsschritte, Patches und alles Mögliche werden alle drin eingepflegt. Es steht eigentlich alles drin. Nur sollte auch jeder wissen, wo er es findet. Und dann führe ich noch ein bisschen ein in die Übersetzungstools, die wir benutzen, also Codin. Und direkt in den Docs gibt es auch ein Tool, womit wir übersetzen. Und im zweiten Teil, die zweite Session ist eigentlich wirklich, wir packen es an. Dann wollen wir auch direkt an Übersetzung rangehen. Entweder gemeinsam oder wenn ihr einen Laptop dabei habt, dann kann jeder ein bisschen was schon dran arbeiten. Und dann noch ein bisschen den Ideen-Workshop. Da habe ich ein paar Dokumente vorbereitet, wo man einfach ein paar Ideen zusammentragen kann, was man machen könnte. So, dann also erstmal zur Einführung in die Dokumentation. Was sind die Docs? Also die Docs findet ihr unter docs.joomla.org oder docs.joomla.org. Also es ist wirklich historisch gesehen die gesamte Dokumentation. Man findet von Version 1 bis 3.6 oder bald 3.7 eigentlich alle sämtlichen Informationen drin. Sei es im Core-Änderungen oder irgendwelche Plugins, die mit hinterlegt sind. Es sind Anleitungen drin, wie man einen Beitrag anlegt, eine Komponente installiert, wie man Joomla selbst installiert. Sind auch viele Tutorials drin, Anleitungen. Kennt ihr in Joomla im Backend den Hilfe-Button? Klickt selten an, weil es meistens nur in Englisch rauskommt. Ne? Weiß gar nicht. Genau. Das basiert auch auf den Docs. Die Dokumente, die ihr damit aufruft, liegen auch da drin. Sind zum Teil auch in Deutsch übersetzt, nur es liegt an anderen Problemen an Joomla selbst, dass es nicht in Deutsch verfügbar ist mit dem Button. Weil da muss ein anderer Server hinterlegt werden. Und da haben wir noch keine technische Lösung. Dafür wurde jetzt dieses Jahr eine neue Arbeitsgruppe gegründet, um das mehrsprachig hinzukriegen. Habe ich angeregt und kommt jetzt auch soweit. Und in den Dokumentationen, vor drei Tagen habe ich reingeguckt, waren 6844 Seiten vorhanden. Also schon ein Haufen Dokumente. Viele alte Dokumente auch dabei. Also, und halt jetzt Version 3 auch sehr viele, die wir versuchen auch überwiegend zu übersetzen. Und die alten Dokumente, wenn sie in Deutsch sind, ist es schön, aber offiziell werden sie auch nicht mehr unterstützt. Also unsere Hauptarbeit ist eigentlich jetzt eher Version 3, alles zu übersetzen. Für wen sind die Dokumente? Ist die Dokumentation? Eigentlich wirklich für alle, also jeder, der mit Joomla irgendwas zu tun hat. Also die Anfänger finden dort Anleitungen, Tutorials, wie man was macht, wie man Joomla installiert, wie man Beiträge einträgt, was die Module bewirken, Modulpositionen. Die Core-Templates werden auch beschrieben, wie die funktionieren. Von dritten Anbietern die Erweiterungen. Templates, die werden nicht beschrieben, weil die gehören ja nicht zum Joomla-Projekt dazu. Aber alles, was direkt im Projekt drin ist, ist da drin auch vorhanden. Entwickler finden dort auch den Code von Joomla oder beziehungsweise die Schnittstellen, um an das Framework ranzukommen oder wie mache ich was in meiner Komponente, wenn ich eine entwickle. Entwickler vom Core, vom Joomla-Kern,
finden darin auch Dokumente. Es sind auch einige Entwickler, die direkt in die Docs schreiben. Sobald eine Änderung rauskommt, schreiben die es auch in die Docs mit rein. Und bekommen wir dann irgendwann eine Info als neuen Beitrag und dann müssen wir den übersetzen. Viele allgemeine Informationen sind auch drin, zum, wie man Events veranstaltet, was da alles dazugehört, wie man eine JUG gründet, ist auch, sag mal, ziemlich kurz angefasst, aber auch drin. Und die Arbeitsgruppen werden auch drin beschrieben, was welche Gruppe macht. Die Namen weiß ich jetzt nicht, ob die alle aktuell sind, die da hinterlegt sind. Also die Startseite sieht so aus. Und hier oben habt ihr praktisch direkt den Sprache-Schalter. Da kann man dann direkt auf Deutsch umschalten und sich dann nach und nach durch die Links hindurchhangeln. Einsteiger. Für Einsteiger gibt es schöne Dokumente. Also einmal der Leitfaden, wie man überhaupt erstmal loslegt. Ich habe jetzt Joomla runtergeladen und wie fange ich jetzt an? Oder sichere Erweiterungen, wie man die findet, woran man es erkennt, woran man sich orientieren sollte. Dann Informationen für Code-Mitarbeiter. Wie mache ich das in GitHub und Patch-Testing und solche Sachen. Und dann natürlich Komponentenentwicklung und so weiter ist auch hinterlegt. Bin ich irgendwie so weit? Gut. So, dann die Orientierung. Wie orientiert man sich durch die Docs? Teilweise kennt das, ein bisschen furchtbar manchmal, da was zu finden. Zum Teil. Also, einmal gut die Portalseite docs.joomla.org, die verweist auf weitere Links, auf weitere Seiten, Einsteiger, Entwickler, Autoren und so weiter, gibt es ja verschiedene Menüpunkte, kann man sich durchwählen, gibt oben auch nochmal ein Menü, ich zeige es euch gleich nochmal, und dann durch die Links eben hindurch navigieren. Also da oben hat man die Menüauswahl. Der Menüpunkt ist leider nicht übersetzbar, das ist immer nur in Englisch, was da rauskommt. Also da kann man für Einsteiger, Administratoren, Entwickler und so weiter die Portalseiten ansteuern. Die Spracheauswahl und dann unten natürlich die weiterführenden Links zu den weiteren Portalen. Und ganz oben ist noch ein integriertes Suchfeld und das ist nämlich gar nicht mal so schlecht, weil es ist nicht die Suchfeld jetzt bei joomla.org, sondern direkt über die Docs. Und zum Beispiel Upgrade, wie mache ich ein Upgrade von Joomla? Habe ich jetzt mal einfach eingegeben. Und hier unten auf der Seite seht ihr, sind noch einige Tabs und da muss man dann auf Dokumentation gehen. Und dann findet man nur die Treffer, die in der Dokumentation zu finden sind. Und ansonsten ist es eine Google-Suche, die dann global auch sucht. Und da habe ich gleich einen dritten oder vierten Punkt, sogar in Deutsch zu finden. Schritt für Schritt Migration von Joomla 2.5 nach 3. Seite sieht dann auch so aus, wenn sie schön in Deutsch übersetzt ist. Ihr seht zum Beispiel da noch so einen roten Punkt. Dänisch ist noch unvollständig. Alles andere war so grün, das ist so ziemlich alles übersetzt. Das sind so die Punkte, wonach ich mich dann auch immer orientiere, wie weit wir sind. Und ihr seht auch oben drüber noch eine Zeile zu 85% abgeschlossen. Das liegt daran, weil da noch original Bilder hinterlegt sind, die noch in Englisch sind aus dem Backend. Screenshots quasi. Und man kann dann auch bei der Übersetzung deutsche Screenshots hinterlegen mit dem deutschen Backend. Ist dann natürlich auch hilfreich, weil man hat auch alle Menüpunkte und alles, was man in Deutschland auch sieht. So, dann kommen wir zu einem Punkt. Warum sind die Docs hier nicht so bekannt? Gibt es Ideen? Warum? Die Verallgemeinerung, genau. Daran lag es mehr historisch gesehen. Also eigentlich ging die deutsche Übersetzung richtig erst los 2015. Und vorher war noch relativ wenig in Deutsch übersetzt. Und jeder, der vorher mit Joomla gearbeitet hat, hat es dann eben sein lassen, weil nur in Englisch alles da ist. Aber es ist schon viel passiert 2015. Müssen wir nachgucken, wie viele Dokumente wir schon übersetzt haben. Es sind schon einige jetzt. Ja? Kann ich einfach so dazwischen fragen? Ja, klar, gerne. Ja. Woran liegt das, dass es erst 2015 losgegangen ist mit der Übersetzung? Weil die Community gibt es ja schon. Die Community gibt es schon lange, die deutsche Community auch, aber. Guck
Guck dir mal den Raum an, wie viele hier mitmachen. Dokumentation ist für viele vielleicht ein bisschen zu trocken oder klingt zumindest trocken, sagen wir mal so. Ist es eigentlich gar nicht, weil es ist ganz interessant, was man da so liest und auch übersetzt und mitkriegt. Und ja, das ist, ich glaube, es gab einfach keine Arbeitsgruppe in Deutschland, die daran arbeitete. Und die besteht momentan, ja, fast, kann man fast sagen, aus uns zwei, ne, aktiv. Okay, der Chris ist noch. Ja, der ist noch bis dabei. Der Chris ist noch dabei aus der Schweiz. Aber dann sind wir drei aktive im Moment. Und bei 6844 Seiten macht man es ja auch nur immer mal zwischendurch und ja nicht den ganzen Tag. Ne? Das ist, also, solange das Joomla-Portal noch aktiv war, da war es eine riesen FAQ-Seite dabei. Die habe ich am Anfang nur benutzt. Da steht halt sehr viel drin, genau. Und dann irgendwann habe ich auch ja die Leute gefragt, direkt. Ja, ja, viele Fragen an. Hier sind die viele Fragen übers Forum dann, wie geht das oder so weiter. Oder fragen einfach Google und ja, die Docs sind halt nicht weit vorne, sondern eher weiter hinten und dann nimmt man dann die anderen Seiten, die das beschreiben. Ja, oder die können halt Englisch machen. Oder die suchen es dann in Englisch, ja. Aber selbst dort wird nicht unbedingt gleich auf die Docs geguckt, sondern oftmals auch woanders. Man findet es auch schwer. Also ich habe das gemerkt, ich bin ja noch in dieser Examensgruppe drin und wir haben zu den Themen, dann, die wir bearbeitet haben, haben wir dann Links aus der Dokumentation gesucht, also auf Englisch, das Examen ja eh. Und selbst, also zu vielen Sachen haben wir auch nichts gefunden. Also, wobei es Funktionen sind aus dem Joomla, das waren jetzt keine alles exotische Sachen. Also, ja. Aber es gibt auch nicht zu allem. Es gibt nicht zu allem. Ich habe es nicht gefunden, oder die Kollegen eben dann so. Das kann ja auch sein. Man findet sich immer kann alles auch sein, so dass, ja. Entweder sind sie vorhanden oder die fehlen wirklich noch komplett, die Funktion, die Beschreibung. Da wird auch noch viel dran gearbeitet. Also da kommen auch, sind auch einige Baustellen, habe ich jetzt gesehen. Ich habe jetzt gerade für den Vortrag noch ein bisschen recherchiert, noch ein paar Portalseiten angeguckt, klicke auf die Links. Under Construction, okay, da fehlt was. Also da sind noch wirklich viele Baustellen. Und das liegt wirklich daran, wir haben zu wenig Helfer einfach, die da mitmachen. Also neue Portalseiten für die Navigation sind in Planung. Ich habe selbst jetzt auch schon mal eine bisschen angefangen umzubauen. Das ist noch relativ mühsam, das dauert wirklich lange, bis man da fertig ist, weil die integrieren, die besteht aus mehreren Textblöcken, die von anderen Seiten irgendwie reinkommen. Die besteht nicht aus einer Seite, die komplett da ist, sondern integriert diesen Textblock aus dieser Seite da drin und diesen Textblock und diesen Textblock. Und das ist echt ein Wirrwarr ein bisschen. Für die Leser ist das nicht sichtbar. Die sehen nur den Text und fertig. Das dritte Problem ist ja genau die Verwendung in Deutschland. Wenige Verlinkungen und Verweise auf Webseiten. Und meine Frage ist halt, können wir das irgendwie ändern? Also einerseits gibt es viele Dokumente in Deutsch mittlerweile. In Foren und so weiter wird ja auch viel geholfen, viel gesprochen. So geht das oder macht das so oder macht das so. Bei der Gelegenheit könnte man zum Beispiel gleich einen Link hinzufügen, lest doch mal in den Docs nach, so und so geht's. Da kann er schon mal ein bisschen nachgucken. Ah, der nächste Punkt. Also, die Bekannte machen in Deutschland oder in Deutsch, Österreich und Schweiz. So sieht es momentan aus, oder? Zum Teil, wenn man da reinguckt. Viel Dokumente. Und das Problem der Übersetzung fehlt wirklich, da fehlen uns die Helfer, dass wir möglichst viel übersetzen können. Ich zeige nachher auch mal, wie man übersetzt und worauf man ein bisschen achten muss. Also gibt es auch verschiedene Sachen, weil Englisch ist ja auch eine ziemlich harte Sprache und wenn man die 1:1 ins Deutsche übersetzt, ist es nicht unbedingt das gleiche Sinnwort, der dabei rauskommt. Also da muss man echt aufpassen. Man sieht oftmals nicht den Kontext drumherum, sondern hat immer nur eine Zeile zum Übersetzen, tippt die ab in Deutsch und danach liest man sich den ganzen Text und sagt, das macht keinen Sinn. Und da muss man immer ein bisschen drauf achten. Am zweiten Problem habe ich jetzt noch mal ein bisschen bildlich dargestellt. Die Navigation durch die Inhalte ist, finden viele sehr kompliziert, weil es gibt keine richtige Menüstruktur drin. Es gibt nur die Portalseiten, die verlinken auf weitere Seiten und im Prinzip kann man sich dann nur von Seite zu Seite weiter durchhangeln. Oder eben man benutzt die Suche. Und da wollen wir halt auch dran arbeiten, dass die Portalseiten besser werden, verständlicher werden und ja, ein bisschen
leichter die Navigation ein bisschen erleichtern. Vielleicht auch noch mehr Portalseiten, dass man einfach weiter runterbricht die ganze Sache. Wie wir aufbauen dann von der Struktur her, am Administratormenü vielleicht? Finde ich eigentlich nicht schlecht, die Themen eben so, wie sie genau, im Menü sind. Die Themen, die sind ja schon als Portalseiten da und die verweisen auf weitere Seiten. Da kann man sich nach und nach durchhangeln. Also mit den Untermenüpunkten auch, dass man eben auch wirklich dann da das leicht... Die Untermenüpunkte, ja, könnte man mal gucken, ob wir die vielleicht irgendwie reinkriegen. Ja. Das liegt aber jetzt, glaube ich, am joomla.org-Seite. Muss mal mit der Elisa sprechen, weil das ist, glaube ich, kommt von da noch mit rein. So, und das dritte Problem ist klar die Verlinkung. Da wollen wir auch noch dran arbeiten, habe ich eben schon mal erwähnt. Also in Social Medien, in Foren oder vielleicht auf anderen Webseiten, die vielleicht auch so ein bisschen Hilfestellung machen für Joomla, dass man da auch ein bisschen auf die Dokumente verweist. Und wir wollen es ändern jetzt. So. Dann kommen wir zu den Übersetzungen. Wie funktioniert das eigentlich mit der Übersetzung? Es gibt zwei Tools. Crowdin ist ein Tool, das ist jetzt relativ neu, wo es Joomla-Projekt gewechselt ist. Das ist ein Anbieter, der praktisch direkt so ein Übersetzungstool anbietet. Da liegt das komplette CMS drin. Das heißt, die Übersetzungen, die wir da drin machen, sind für Joomla selbst, für die nächsten Versionen, für 3.7 zum Beispiel, 3.6.3 ist jetzt die aktuelle. Da sind jetzt fast die Übersetzungen fertig. Nächste Woche ist, glaube ich, auch das Language Freeze dann dafür. Da werden praktisch direkt die INI-Dateien, die ihr in Joomla kennt, die liegen da drin praktisch und werden da übersetzt. Dann sind die Sprachdateien? Die Sprachdateien, ja. Aber da sind noch keine Datenbankinhalte oder irgendwas? Nee, sowas ist da gar nicht. Okay, das geht auch nicht. Das geht auch nicht, nee. Das ist ja die Mehrsprachigkeit. Das heißt, in der Datenbank hast du praktisch nur einen Platzhalter für den Text. In der Text wird aus der jeweiligen Sprachdatei geholt. Und hier mit diesem Crowdin-Tool werden praktisch die deutschen Übersetzungen dafür hinterlegt. Und sobald dann das... Ja, aber ich meine nur für die Sprachdateien an sich, ja. Also die auf der Webseite laufen. Aber es gibt ja noch Inhalte, die praktisch in der Datenbank gehalten werden. Die nicht, nein. Das geht jetzt nur um Joomla selbst, also wirklich das CMS und selbst und nicht die Inhalte. Ja. Dann joomla.org. Die Hauptseite ist, glaube ich, noch nicht in Deutsch. Landingpages sind in Deutsch, aber joomla.org ist jetzt schon zum Teil übersetzt, in Crowdin hinterlegt. Das heißt, wenn irgendwann das Template oder die Leute von joomla.org soweit sind, dann werden sie auch die Sprache einschalten, dann kann man die Seite auch in Deutsch dann besuchen. Und die Übersetzungen dafür liegen praktisch auch in Crowdin. Und genauso wie die Marketing-Tools, da sind sogar die ganzen Grafiken und so weiter drin. Marketing-Grafiken, Joomla-Logo und so weiter, beziehungsweise die Banner werden dann in Deutsch hinterlegt, die dann aber auch nachher ihren Weg in die Docs dann immer finden. Da gibt es auch in den Docs noch eine Seite dafür. Crowdin sieht so aus, da bin ich praktisch jetzt unter Admin, irgendeine Komponente ist das, glaube ich. Ja, das sind alle Komponenten. Ja. Da sind praktisch die ganzen Sprachdateien hinterlegt. Sind schon zu 100% übersetzt. Der blaue Balken, den ihr noch seht, das zeigt, dass es übersetzt, aber es hat noch keiner sein Okay drüber gegeben. Das heißt, ein zweiter muss noch ein bisschen rüberlesen, abhaken. Und erst wenn es bestätigt ist von dem zweiten, dann wird es dann quasi finalisiert. Wie viele Leute beteiligen sich daran? In den Crowdern sind relativ viele sogar unterwegs. Also, ja, was heißt relativ viele? Sagen wir mal so 10, 15 Leute. Die sich angemeldet haben. Die sich da angemeldet haben und daran arbeiten. Tatsächlich mit? Also es sind jetzt global die Leute. Ja. In Deutsch, würde ich sagen, 4, 5 Leute sind es schon, die da drin immer mal was machen. Auch die von der Marketing Group sind selbst auch da drin aktiv und arbeiten da dran. Okay, für die Sprachdateien ist das jetzt gut. Für die Sprachdateien oder eben die ganzen Webseiten, also die offiziellen Joomla.org-Webseiten, die da hinterlegt sind. So, da haben wir zum Beispiel noch die offizielle Webseite. Da werden zum Beispiel die FAQs oder das sind Grafiken, das sind die Marketing-Sachen. Ja, Grafiken. Der Issue-Tracker ist zum Beispiel auch drin, aber das sind, glaube ich, auch nur die Bilder dazu. Kommen wir zum nächsten. In den Docs selbst kann man auch schön übersetzen. Man muss sich als Übersetzer anmelden.
Das kann ich euch nachher mal zeigen, wie es funktioniert, wie man sich da anmeldet. Man muss dann auch als Übersetzer dann freigeschaltet werden. Das macht der Marc-Antoine Tavernier oder die Sandra Tavernier. Die wohnen drüben in St. Martin. Aber die sind da relativ fix, die kümmern sich auch um die Docs. Die sind praktisch die Autoren. Und die schalten euch dann frei als Übersetzer und dann habt ihr die Möglichkeit praktisch in die Dokumente euch anzumelden, weitere aufzurufen und dann Übersetzung zu starten. Wie es funktioniert, zeige ich gleich nochmal. Ach ja, und alle Texte sind eigentlich immer in Originalenglisch. Also jeder Beitrag, der eingetragen wird, ist erst in Englisch, das ist die Hauptsprache, und dann wird es in die anderen Sprachen übersetzt. Die Holländer sind sehr fit, die haben viele Helfer scheinbar, die sind da wirklich sehr schnell. Französisch, klar, weil die beiden, die die Dokumentation schreiben, sind auch Franzosen, die haben es dann halt auch gleich in beiden Sprachen drin. Spanisch ist auch, die haben auch sau viel Helfer. Aber in Deutsch sind wir leider ein bisschen zu wenig, deshalb versuchen wir da Helfer zu finden. Wie geht die Übersetzung? Wenn man sich angemeldet hat, die Webseite aufgerufen hat und dann hat man hier oben rechts Aktionen, so einen kleinen Button, da drückt man drauf und dann kann man übersetzen. Anklicken, dann landet man in diesem Tool. Hier ist praktisch die englische Seite und da die deutsche. Da ist der Text schon übersetzt. Und weiter unten zum Beispiel die nächste Zeile, man kann da immer speichern und zur nächsten wechseln, sieht man immer nur die einzelnen Strings. Das ist doch dieses Google-Dings-Seite, oder? Das ist Yandex, das ist so eine russische Übersetzungsmaschine, die da hinterlegt ist. Die gibt dir eine automatische Übersetzung vor, macht aber nicht immer Sinn. Man sollte sich nicht darauf verlassen. Kann man nicht übernehmen. Und zum Beispiel hier sind zum Beispiel auch noch Sonderzeichen mit hinterlegt. Und das, für eine Überschrift. Ja, und das kann man praktisch einbinden in die eigene Seite. Wie es eingebunden ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber das ist in den Docs auf jeden Fall hinterlegt. Das ist ein Wiki-System, auf dem das basiert. Achso, und dann wahrscheinlich ein Modul, also eine Media-Wiki und dann noch. Ja, genau. Ja. Das ist spannend. Und also schlägt dir praktisch auch immer eine Übersetzung vor. Man kann die übernehmen, man kann draufklicken, ist der Text auch drüben. Aber oftmals sind da irgendwelche Doppelpunkte drin oder Semikolon oder diese Anführungszeichen sind es eigentlich, sind aber keine, sind zwei einzelne Zeichen, sieht aber aus wie ein Anführungszeichen. Und der Übersetzer macht ein Anführungszeichen draus und zerhaut nachher alles, die ganze Formatierung, weil da eben Überschriften oder Kursiv oder was auch immer dann hinterlegt sind. Also muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten bietet es einem schon an, erleichtert auch vieles. Wenn man da ehrlich ist, man kann damit im Prinzip nur einzelne Begriffe vielleicht, weil man Englisch nicht so kennt, schauen, was ja, wenn, genau. Aber so einen Satz übernehmen kann man eigentlich nicht, weil da eigentlich nie irgendwas Brauchbares rauskommt. Aber mal zu schauen, was ist jetzt so eine Übersetzung für den Begriff oder so, das muss man eben nicht irgendwie Pons aufrufen oder so. Ja. Aber das vereinfacht die Sache schon ganz erheblich. Ja, ja, viel. Also wenn man so den groben Sinn erstmal versteht und dann einfach ein vernünftiges Deutsch drüber schreibt. Ne? Und das Schöne ist, man muss auch nicht die Seite komplett in einem Zug übersetzen. Wenn ich sage, ich habe nur 5 oder 10 Minuten Zeit, klicke ich mich da rein, übersetze die 2 Strings. Sobald ich hier speichern klicke, sind die 2 Strings übersetzt. Der Rest bleibt in Englisch noch vorhanden und ich mache beim nächsten Mal weiter, wenn ich wieder Zeit habe. Also es ist nicht so, dass man da sich da in den Code irgendwie reinfinden muss und erstmal 2 Stunden Ruhe braucht, Tür zu und jetzt muss ich da arbeiten, sondern man kann es wirklich mal zwischendurch mal machen, wenn man ein bisschen Zeit und Luft hat. Oder zum Beispiel gerade Joomla irgendwo installiert oder gerade hochlädt oder was weiß ich was, wenn man eine Wartezeit hat, kann man mal zwischendurch sowas machen, zum Beispiel. Ich mache es dann manchmal abends, wenn der Tatort läuft oder so, nebenbei. Wenn er nicht so spannend ist. So, dann Teil 2. Also eigentlich wäre ich schon fertig, ich weiß gar nicht, zeitmäßig. Haben wir noch ein bisschen Luft? Haben wir noch ein bisschen Luft. So, also im zweiten Teil wollte ich euch eigentlich dann, dass wir alle zusammen arbeiten. Habt ihr einen Laptop oder sowas dabei? Ja? Ne? Ne? Dann kann man auf jeden Fall über die Schulter gucken und das zusammen übersetzen. Ich habe da verschiedene Dokumente mal zusammengefasst. Einmal ein Doc, wo man die Ideen sammeln und die Tabelle, wo ich ein paar Links zusammengetragen habe für euch. Und es gibt auch eine schöne Anleitung, die habe ich hier unten drunter verlinkt. Translation Quick Start. Da findet man eine Anleitung, wie die Übersetzung überhaupt funktioniert, auf was man achten muss. Ist eine direkte Anleitung drin. Also da
Seht ihr, das ist wirklich alles in der Docs drin. Ja, soweit wäre ich erstmal mit der ersten Session fertig, beziehungsweise mit dem Vortrag. Und dann geht's los an den Workshop. Wenn man sich anmeldet.